Herzlich willkommen beim Sommerforum Medienkompetenz von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg und der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen. Schön, dass wir heute hier sein können bei Alex TV in den heiligen Hallen hier jetzt auch einmal live vor Ort. Es geht heute um das Motto Licht und Schatten, demokratische Öffentlichkeit und digitale Medien. Wir wollen heute auch darüber diskutieren, anderthalb Stunden lang. Im Anschluss wird es noch den Medius-Preis geben. Bevor wir aber zur Diskussion kommen des heutigen Tages, möchte ich Ihnen noch Volker Beck, den Leiter von Alex TV, und Professor Joachim von Gottberg von der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen vorstellen, die auch noch ein paar Worte an Sie richten wollen. Bitte schön. Ja, herzlich willkommen hier bei Alex Berlin in der Rudolfhalle. Mein Name ist Volker Bach. Ich habe die Ehre, Anja Zimmer zu vertreten, unsere Direktorin, die heute leider verhindert ist, aber herzliche Grüße ausrichten lässt. Die Rudolfhalle ist eine Einrichtung der Medienanstalt Berlin-Brandenburg und hat unter anderem die Aufgabe, Medienkompetenz zu vermitteln. Sie können hier produzieren, lernen und vor allen Dingen Veranstaltungen durchführen, wo es um Themen geht, die wir für sehr wichtig halten. Heute zum Beispiel. Die Veranstaltung wird live aufgezeichnet. Wir senden live im Fernsehen, live auf YouTube, live auf unserem Stream. Und heute Abend, zwei Stunden später ungefähr, können Sie dann auch die Aufzeichnungen auf YouTube abrufen und verbreiten. Und das ist sicherlich das Licht bei der Sache. Auffindbarkeit garantieren. Tun Sie uns einen Gefallen, abonnieren Sie uns. Alles, was heute hier gesagt wird, wird furchtbar schlau sein. Und es ist es wert, dass es gefunden wird. Helfen Sie uns dabei. Herzlich willkommen im Namen der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Ich wünsche Ihnen und uns eine tolle Veranstaltung und gebe zurück. Tja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Herbstforum. So sieht es jedenfalls draußen aus. Der Regen hat mich, ehrlich gesagt, ziemlich gebeutelt. Also ich bin durch und durch nass, aber das macht nichts. Wir wollen heute eine interessante Veranstaltung haben. Am Anfang war das Licht, als wir zum ersten Mal mit Internet in Berührung kamen und darüber gesprochen haben, was damit alles möglich ist, hat uns das, glaube ich, begeistert. Wir waren alle völlig euphorisiert, haben darin eine völlig neue Form der Demokratie gesehen. Schwarmintelligenz, solche Dinge waren damals bekannt. Und nun haben wir die Schattenseiten, den Schatten, und mit dem müssen wir uns irgendwie beschäftigen. Ich hoffe nicht zu pessimistisch. Ich persönlich bekenne mich als Fan des Internets. Ich glaube, dass es kein Wunder ist, dass es natürlich auch Hate Speech etc. gibt. Das gab es in der analogen Welt auch. Die Verbreitungsformen sind anders. Und ich hoffe, dass wir in der Lage sind, gemeinsam eine Kultur zu schaffen, in der wir diese Dinge einigermaßen in den Griff bekommen. Danke. Und damit kommen wir dann eben auch, vielen Dank an Sie, zur eben Diskussion zu Licht und Schatten. Denn wir alle brauchen ja die Diskussion in der Öffentlichkeit, denn sie ist dafür da, dass wir uns eine Meinung bilden können. Und damit ist sie also auch wichtig für die Demokratie. Und im Internet ist es ganz egal, wann und wo wir Informationen uns holen, mit wem wir kommunizieren und mit wem wir auch Meinungen austauschen und also auch unsere Meinungen finden. Aber natürlich stellt das Internet uns auch vor große Herausforderungen, denn falsche Informationen werden auch dort platziert. Es gibt Hass im Internet, der dort natürlich besonders schnell seine Verbreitung findet. Deswegen wollen wir also eben die Licht- und Schattenseiten heute hier besprechen bei dem Sommerforum Medienkompetenz. Sie können sich auch zu Hause beteiligen. Wir haben einen Hashtag, da steht er auch, SOFO17. Da können Sie gerne fleißig mittwittern, wenn Sie wollen. Und auch ansonsten möchte ich Sie gleich alle hier im Publikum ermutigen, wenn Sie Fragen haben, dann können Sie die auch gerne stellen. Wir werden anderthalb Stunden diskutieren. In der letzten halben Stunde werden wir versuchen, die Diskussion zu öffnen und auch gemeinsam mit Ihnen zu gestalten. Es wird Saalmikrofone geben. Es ist ganz wichtig, dass Sie dann auch eben in dieses Mikrofon sprechen, denn sonst werden Sie im Livestream nicht gehört werden. Das wäre sehr schade, denn wir wollen natürlich alle auch Ihre schlauen Fragen hören. Licht und Schatten ist also das Thema. Wir wollen folgende Fragen klären. Gerät durch den Missbrauch der Freiheit des Netzes die Demokratie in Gefahr? Muss der Staat die Freiheit und den Pluralismus der medialen Kommunikation durch eine verschärfte Regulierung schützen? Oder gibt es vielleicht auch noch andere Wege, diesem Phänomen zu begegnen? Und welche Kultur des Umgangs im Netz wollen wir eigentlich miteinander haben? Und wie können wir dazu befähigen? Und dazu habe ich mir ein paar Gäste eingeladen, die jetzt also die nächsten anderthalb Stunden mit mir diskutieren sollen. Zum einen Professor Dr. Christian Stöcker. Kommen Sie gerne hoch. Applaus
Professor für Medienwissenschaft und Intermedialität. Entschuldigung, das war die Falle, das war vor Tim. Psychologe, Kulturkritiker, ehemals von Spiegel Online und jetzt an der HAW Hamburg dort. Dann Herr Krüger, kommen Sie auch gerne hoch. Thomas Krüger ist Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung und auch Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks. Und Herrn Dr. Roberto Simonowski möchte ich auch noch zu mir bitten. Er ist Professor für Digital Media Studies und Digital Humanities, weit gereist an der University of Hong Kong. Schön, dass Sie alle bei mir sind. Der Vollständigkeit halber, dort sollte es noch einen weiteren Platz geben. Der war für Frau Kaya Tim gedacht, die tatsächlich aufgrund des schlechten Wetters nicht in den Flieger von Bonn hierher steigen konnte und deswegen leider nicht bei uns sein kann. Wir werden aber also unser Bestes geben, heute eine schöne Diskussion miteinander zu gestalten. Und wir fangen auch mit Ihnen an, Herr Krüger. Wir haben einen kleinen Input vorbereitet, den ich gerne einmal sehen wollen würde. Genau. Eine These von Ihnen: Digitale Souveränität heißt, aus Gesellschaften und den Menschen echte, auch widersprechende Teilhaber zu machen, statt nur Anwender, Kunden und Nutzer. Was genau meinen Sie damit? Naja, also im Grunde genommen erleben wir uns im Netz sozusagen reduziert auf die Rolle als Konsumenten, als Nutzer. Und ich finde, dass zu einer politisch reflektierten Diskussion dazugehört, dass wir politische Wesen sind, die auch widersprechen, die sich auch gegen ihre Reduzierung auf solche Rollen als Nutzer, Anwender und Kunden wehren können und vielleicht auch die eine subversive oder die andere subversive Aktion starten können und damit deutlich machen, wir leben noch. Das setzt aber auch voraus, dass der einzelne Nutzer sich eben auch als mündiger Bürger oder Bürgerin begreift. Ja, das ist, sagen wir, jedem selbst offen gehalten, sich auf diese Rolle reduzieren zu lassen oder tatsächlich sozusagen politische Teilhabe einzufordern und damit ernst zu machen. Und ich verstehe jedenfalls die politische Bildung, der ich ja hier sozusagen auch dienstlich verpflichtet bin, als eine der Optionen eben tatsächlich alles dafür zu unternehmen, dass wir nicht nur reduziert werden, sondern tatsächlich selber Akzente setzen, selber auch uns vergemeinschaften und selber in diesem Zusammenhang sowas wie eine kritische Öffentlichkeit pflegen. Also selber auch die Wahl haben, ja oder nein zu sagen. Sie haben an anderer Stelle in einem Interview einmal gesagt, Demokratie funktioniert ohne die Medien nicht. Da haben Sie sich vor allen Dingen auf die klassischen Medien bezogen. Stimmt das auch genauso, trifft das auch genauso auf das Internet zu? Ja, wir können Medien nicht sozusagen unter den Teppich kehren. Sie sind da und sie spielen sozusagen auch eine Rolle. Allerdings ist Demokratie nicht abhängig von Medien allein. Das muss man schon dazu sagen, weil im Grunde genommen geht es bei demokratischen Prozederes immer darum, wie sich Menschen untereinander verständigen, Mehrheiten zu bilden oder auch Minderheitenrechte zu wahren und politische Prozesse, wenn man so will, zu verabreden, auszuhandeln und sich darauf zu verständigen. Und Medien sind, wenn man so will, die Lautsprecher, die Verstärker, die diese Prozesse unterstützen. Aber ohne Menschen geht Demokratie nicht. Ohne Medien könnte man sich Demokratie durchaus vorstellen. Es gibt natürlich ein paar neue Medien, in denen sich eben auch ausgetauscht wird im Internet, also über soziale Netzwerke unter anderem. Man spricht auch von den Intermediären, denen, die also Informationen vermitteln zwischen Nutzer und eben ja, Nachrichten. Christian Stöcker, eine Folie von Ihnen zu den Intermediären. Intermediäre sind relevant für die Meinungsbildung, aber eben nicht entscheidend. Was bedeutet das? Ja, was da vielleicht noch fehlt, ist das Wort noch. Also was da steht, ist, eine ganze Menge Leute in Deutschland benutzen jeden Tag das Internet, um sich auch politisch, gesellschaftlich zu informieren. Nämlich 57% der Onliner, das heißt, es ist deutlich weniger als die Hälfte aller Bundesbürger, weil immer noch nur 3/4 oder so der Deutschen tatsächlich online sind. Gleichzeitig ist es so, dass immer noch ein sehr großer Prozentsatz derer, die online sind, sich primär über das Fernsehen informiert. Das ist für ganz viele immer noch die Hauptinformationsquelle. Und nur 6% der Leute sagen,
meine primäre Nachrichtenquelle sind soziale Medien. Also das ganze Thema Filterblasen und Fake News aus dubiosen Quellen und so weiter, das würde ich sagen, ist im Moment, deswegen sage ich das Wort noch Filter, glaube ich, ein bisschen zu relativieren in Deutschland insbesondere, weil wir einfach noch nicht so eine vollständige Durchdringung dieser Art von Informationsaufnahme haben, dass man sagt, damit wird die Gesellschaft jetzt auf breiter Front irgendwie kommunikativ völlig anders aufgestellt. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass das ein Schnappschuss ist und das war letztes Jahr weniger und das wird nächstes Jahr mehr sein und übernächstes Jahr noch mehr. Möglicherweise werden die Plattformen ganz andere sein, also bestimmte Dinge, über die wir uns jetzt bei Facebook Sorgen machen, spielen bei Snapchat keine Rolle. Ja, da gibt es keine algorithmische Sortierung von Medieninhalten zum Beispiel. Da kommen wir auf jeden Fall später auch nochmal drauf zurück. Grundsätzlich ist es so, dass digitale Kommunikationsplattformen, bei denen zwischen privater und öffentlicher Kommunikation keine klare Trennlinie mehr liegt, unseren Alltag mehr und mehr durchdringen werden und auch unsere Gesellschaft in der Breite mehr und mehr durchdringen werden, ist, glaube ich, unstrittig. Und ich glaube auch nicht, dass sich diese Entwicklung wieder umkehren wird. Wir haben nur jetzt, sind wir in einer angenehmen Situation, finde ich. Es geht zwar wahnsinnig schnell, aber es geht jetzt auch nicht so schnell, dass wir nicht anfangen könnten, mal drüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet und was man denn mal anstellen müsste, um dafür zu sorgen, dass das in Bahnen verläuft, die uns gefallen gesellschaftlich. Also Jugendliche und junge Erwachsene sind ja auch schon diejenigen, die sich primär sogar über die sogenannten Intermediäre informieren. Das heißt, wir müssen eigentlich ja schon darauf achten, dass wir eben an dem Diskurs dranbleiben, damit wir also in ein paar Jahren den Zug nicht verpasst haben. Ja, in beiden Richtungen. Also gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass, also das ist ja nicht alles wertlos, was da stattfindet. Ja? Also im Internet, wir haben im Moment mit der ganzen Hate-Speech-Debatte und so weiter, hat man den Eindruck, alles, was da stattfindet, ist wertloser Blödsinn. Das stimmt aber nicht. So ist es nicht. Es gibt durchaus, glaube ich, relevanten gesellschaftlichen Diskurs in den sozialen Medien, selbstverständlich, vielleicht in geschlossenen Gruppen oder auf der einen Plattform mehr als auf der anderen und so weiter. Wir haben viel mehr Informationen zur Verfügung als je zuvor. Jeder von uns kann morgens die New York Times lesen, wenn er möchte. Ja, das war 2001 noch nicht so. Ja, also da sind schon ganz viele ganz tolle positive Dinge passiert, die sollten wir nicht aus dem Blick verlieren. Und gleichzeitig sollten wir nicht aus dem Blick verlieren, dass wir Leute haben, die halt 65, 70 sind, denen all diese auch positiven Möglichkeiten und Chancen des Ganzen komplett verschlossen sind. Also wir müssen auf der einen Seite gucken, dass wir die Jungen nicht sozusagen an eine Welt verlieren, wo es keine gesicherten Informationen mehr gibt und wo man leicht irgendwie Propaganda aufsitzt. Und man muss ein bisschen darauf achten, glaube ich, dass gerade besonders die Älteren nicht den Anschluss an eine gesellschaftliche Debatte verlieren, die anderswo tatsächlich stattfindet. Da würde ich gerne direkt mit Herrn Simanowski anschließen, denn wir kommen schon in eine Richtung, Hass wurde schon angesprochen, Falschmeldungen wurden schon angesprochen und dass natürlich da auch eben die Intermediäre und vor allem die sozialen Netzwerke, Facebook insbesondere, natürlich eine sehr große Rolle spielen. Und auch Sie haben eine These mitgebracht, Facebooks Verbrechen liegt nicht darin, Falschmeldungen und Hassreden zuzulassen, sondern darin, Kommunikationsbedingungen zu schaffen, die für eben solche Beiträge anfällig machen. Können Sie das noch mal kurz erläutern? Wenn wir uns fragen, was macht uns anfällig für Falschmeldungen oder Hassreden, wäre meine These, dass es zum einen ist, also zum einen wissen wir, dass Filterbubble keine Erfindung von Facebook ist, sondern ein anthropologisches Problem, dass Menschen schon immer nach dem gesucht haben, was ihren Ansichten entspricht. Nur können sie es jetzt mit der neuen Technologie besser. Und dass Sie merken schon, dass ich ins Aktiv wechsle und nicht passiv stehe. Also es ist nicht etwas, was uns passiert. Die Algorithmen drängen uns in einen Filterbubble, sondern wir suchen den Filterbubble selbst. Darüber können wir dann sicherlich noch reden, inwiefern das stimmt. Also unser Gegner ist zunächst das Medium, weil es so sehr unser Freund ist und uns so sehr zu Willen ist. Und Facebook bestärkt diesen Trend, dass wir nur dem zuhören, was uns entspricht und auch, dass wir eben nicht nuanciert uns äußern durch die Kommunikationsbedingungen, die es schafft. Damit meine ich, dass es einen numerischen Populismus
schafft, weil also das oben ist oder das populär ist, was die meisten Views hat, die meisten Shares. Und wenn wir uns fragen, wie das passiert, das ist natürlich dann vor allen Dingen das Sensationelle, das Aufregende und nicht die nuancierte, sachliche Analyse von etwas. Also da merken Sie schon, dass in diesem Kommunikationsfeld das, was uns wichtig ist als Merkmal des Qualitätsjournalismus, wenig Chancen hat. Ein anderer Punkt ist das dualistische Evaluationsprinzip. Es gibt immer nur Like oder Dislike, ja, oder View oder nicht Not View. Und der Kommentar. Das stimmt ja nicht ganz. Facebook hat ja nachgebessert. Ja, die Kommentare, das wollte ich gerade sagen. Die Kommentare, wir können natürlich auch viele andere Icons anklicken und wir können sogar Kommentare machen. Aber empirisch wissen wir natürlich, dass die wenigsten Kommentare hinterlassen, Wortkommentare. Und dann sind die meisten der Wortkommentare auch kurze Beiträge wie super, finde ich auch total blöd. Ne? Also die nuancierte Kommentierung, die geht eigentlich immer mehr verloren, obwohl sie die Möglichkeit besteht, aber das Medium lädt uns nicht ein dazu. Und das ist auch wegen des dritten Aspektes, weil alles so unter Zeitnot passiert. Es ist eben zu viel Information da, wir müssen auf zu viel sehr schnell reagieren. Nichts ist so alt wie eine Facebook-Meldung von vor einer Stunde, ja, und deswegen wird vieles, was uns intuitiv erstmal entspricht, was wir intuitiv erstmal spontan gut finden, geliked und geshared. Später schauen wir uns das genauer an, denken wir, meistens machen wir es nicht und damit entsteht eine Parteilichkeit der Freundschaften, also die Freunde, die uns etwas schicken, denen vertrauen wir und deren Meldungen liken wir und dann kommt wieder der numerische Populismus hinein. Das sind dann die Meldungen, die ganz oben stehen, ganz populär sind und von anderen in diesem sozialen Netzwerk dann eben zuerst gelesen werden. Das heißt, die sich dann wirklich ausgiebiger zu einem Thema äußern und vielleicht so lange sprechen wie ich jetzt, werden keine Chance haben, in diesem Kommunikationsumfeld Gehör zu finden. Und deswegen sage ich, dass Facebook mit Schuld daran hat, dass sich hier Entwicklungen verbreiten, die einer ausgeprägten oder ausgewogenen politischen Meinungsbildung nicht zuträglich sind. Glauben Sie, die Frage gebe ich jetzt vielleicht mal ans komplette Podium weiter, das macht auch was mit der Kommunikation offline, also nicht nur, dass wir eben verkürzt kommunizieren in wenigen Zeichen oder in wenigen Worten in sozialen Netzwerken, sondern dass wir eben auch im Offline-Diskurs dazu neigen zu verkürzen, weil natürlich irgendwie das Internet sehr maßgeblich in der täglichen Kommunikation für uns eine Rolle spielt und dadurch auch prägend sein kann. Bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also ich kenne zumindest keine Evidenz, die das zeigt. Das ist ja auch immer so, also dieses Mentekel so, das ging schon mit der SMS los. Ja, die Jugendlichen schreiben jetzt alle nur noch HDGDL. Ja, hab dich ganz doll lieb. Und deswegen können die jetzt auch gar nicht mehr reden. Davon sehe ich im Moment noch nichts. Vielleicht weiß Herr Kröder mehr. Also ich glaube, die Sorge muss man sich nicht so machen. Ich glaube tatsächlich, was Sie gerade gesagt haben, ist der zentrale Punkt ist, dass diese Plattformen sind für etwas anderes optimiert als einen fruchtbaren gesellschaftlichen Diskurs. Wofür sind sie denn optimiert? Ja, das ist ganz einfach, das kann man sogar nachlesen. Es gibt ein Buch, das heißt Hooked, von einem amerikanischen Verhaltenspsychologen, der sich in ein sozusagen User-Interface ein Guru verwandelt hat, namens Nir Eyal. In dem Buch steht der schöne Satz, das Ziel der Plattformoptimierung muss sein, to enable doing without thinking. Also Handeln ohne zu denken ermöglichen. Ein Like sozusagen, der findet auf Rückmarksebene statt sozusagen. Ja? Die Leute wissen womöglich hinterher gar nicht mehr, dass sie irgendwas geliked haben. Und selbst so mancher Kommentar, so ein Kommentar ja wie super oder so, selbst der ist noch... Der kann sozusagen fast ohne jede kognitive Anstrengung abgegeben werden. Es gibt auch Daten, die zeigen, dass die Leute Artikel zum Beispiel sharen, ohne sie gelesen zu haben. Ja, wenn man abgleicht, wie oft ist dieser Link geklickt worden und wie oft ist er bei Facebook verbreitet worden, kann man feststellen, aha, ganz viele Leute haben offensichtlich den Link weitergereicht, ohne den Artikel gelesen zu haben. Das sind natürlich jetzt alles keine Funktionen, die konduktiv sind, um einen gesellschaftlichen... ausgeklügelten gesellschaftlichen Diskurs zu ermöglichen. Und die Plattformen werden mit viel experimentellem Aufwand daraufhin optimiert. Das ist das explizite Credo.
Also es ist so wie den ganzen Tag Limo und Schokolade sozusagen. Und, auf der anderen Seite? Ich glaube, es reicht, dass das sozusagen online stattfindet. Ob das jetzt sozusagen den Offline-Diskurs auch gleich noch mit umflügt, finde ich jetzt gar nicht so erheblich im Augenblick. Herr Simanowski? Ja? Ich finde es sehr erheblich, ob es das tut. Und ich denke, wenn wir mehr Stunden in diesem kommunikativen Umfeld verbringen, immer mehr Stunden und die jüngere Generation immer mehr als die ältere, dann wird das auch Konsequenzen haben für die Offline-Kommunikation. Natürlich. Es gibt auch ein schönes Buch dazu, ein sehr populäres, Nicolas Carr, The Shallows, darüber, wie das Internet uns unseren Attention Span, unsere Aufmerksamkeit vermindert. Und er bringt das Beispiel, er ist eigentlich aus einer älteren Generation, meines Alters, ist also noch mit der Buchkultur sozialisiert und selbst ihm gelingt es nicht mehr länger, sich zu konzentrieren an einem Buch, also in der Offline-Kommunikation, weil er durch die Online-Kommunikation gelernt hat, dass immer irgendetwas passiert. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf, sagt er, auf die Offline-Kommunikation. Und ich kann das auch bei meinen Studenten feststellen, die können auch nicht mehr lange in ein Buch schauen, wie wir das noch vor 20, 30 Jahren konnten. Das muss immer irgendetwas anderes passieren. Es wird ja auch eingeübt im Internet, das Multitasking, ja, dass man immer mehrere Dinge zugleich macht und von einer Kommunikationslandschaft in die andere springt. Also insofern denke ich, dass es da schon Überschränkungen gibt, Auswirkungen in die Offline-Welt. Und in dem Fall muss ich Ihnen widersprechen, in allem anderen, was Sie gesagt haben, über die Optimierung der sozialen Netzwerke auf das, was ich dann die fatische Kommunikation nennen würde. Also, dass man einfach kommuniziert. Und es geht nicht darum, irgendetwas tiefer zu verstehen oder ein Problem zu klären. Diese Optimierung darauf ist da. Und das wäre der Vorwurf, den wir den sozialen Netzwerken machen könnten, wenn wir ihn denn machen könnten. Natürlich können wir ihn nicht machen, weil sie ja nicht mit der Aufgabe angetreten sind, die politische Meinungsbildung zu befördern. Da würde ich auch gleich noch mal drauf zurückkommen, aber ich glaube, Herr Krüger wollte noch etwas ergänzen. Also ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, von beiden Argumentationen kann man sicherlich was Sinnvolles abgewinnen. Zum einen würde ich generell für Medien sagen, dass sie sozusagen von ihrer Ökonomie her dazu neigen, Komplexität zu reduzieren. Das passiert schon im Fernsehen, wenn ein Politiker interviewt wird, dann hat er 20 Sekunden Zeit, seine Botschaft rüberzubringen. Das heißt, eigentlich in diesen 20 Sekunden relativ komplizierte Sachverhalte so zusammenzufassen, dass eine Nachricht, eine Botschaft draus wird, ist nicht so einfach, jedenfalls nur unter Auslassung möglich. Das ist sozusagen, was die sozialen Netzwerke betrifft, nochmal zugespitzter zu beurteilen, weil da geht es in der Tat um den Trend, sozusagen das Reflektieren und Denken auszuschalten und sich als Konsument, als Nutzer, als Datenlieferant zu betätigen. Das sozusagen, glaube ich, muss man schon kritisch reflektieren. Ich würde aber andersherum sagen, dass jeder Mensch sozusagen auch immer noch Herr seiner selbst ist. Ich kann das an meinem Sohn beobachten, der schon ein sehr ausgiebiger Nutzer von Netzangeboten ist, auch von Spielen. Und auf einmal fängt er an, das ist gerade sozusagen die aktuelle News, zu lesen. Und zwar also als Quartalsleser sich zu betätigen und sozusagen alles andere zurückzustellen. Können Sie mir das erklären, wie dieses mit diesem Trend sozusagen zum Sklaven von diesen sozialen Netzwerken zu werden, in Übereinstimmung zu bringen ist? Ich glaube es nicht. Ich glaube sozusagen, jeder hat auch die Wahl, sich umzudrehen und seinen eigenen Weg zu gehen oder eben mal zum Quartalsleser zu werden. Ich bin mir nicht sicher, was das für lang anhaltende Konsequenzen hat, aber tatsächlich ist es schon so, dass Medien unseren Alltag bestimmen und zwar meistens, indem sie komplizierte, komplexe Sachverhalte reduzieren aufgrund ihrer Struktur und Ökonomie, wir als Menschen uns aber dagegen wehren können. Also wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass es
Facebook oder auch andere soziale Netzwerke nicht unbedingt den mündigen Bürger explizit fördern. Und es wurde ja auch schon angesprochen, es ist für ganz andere Dinge konzipiert. Trotzdem kann man natürlich sagen, Facebook hat sich weiterentwickelt. Und dadurch, dass es sich weiterentwickelt hat, wir erleben das auch gerade in Deutschland, versucht man natürlich zu sagen, aha, Facebook hat eben doch eine Verantwortung, auch für den Meinungsbildungsprozess. Da müssen wir dann doch eingreifen. Was halten Sie denn davon? Also vielleicht noch ganz kurz zu Herrn Krügers Frage, wie es mit den Medien steht und der Freiheit des Subjektes. Es gibt ja diese beiden unterschiedlichen Ansichten. Ne? Es kommt darauf an, wie wir mit den Medien einsetzen. Die Medien an sich sind ein neutrales Werkzeug, das man so oder so einsetzen kann. Und die andere Ansicht, der ich sage es gleich, anhänge, ist eine des eher technischen Determinismus, die Marshall McLuhan, einer der Begründer der Medienwissenschaft, mal beschrieb in dem Satz, das Medium ist die Botschaft. Ja? Das Medium hat die Macht, seine Postulate den ahnungslosen Menschen aufzudrängen. Das kann man in Frage stellen und natürlich kann man sicherlich auch immer den Fernseher ausmachen. Aber was damit gemeint ist, dass die Medien unterschwellig eine bestimmte, die Situation des Menschen, bleiben wir mal bei der Kommunikationssituation, unterschwellig ändern und dass wir uns dem nicht mehr so einfach entziehen können, wie wir denken. Eine Illustration dafür wäre, wenn Sie mit der Textmessage jetzt sehen, und das gehört ja zur technischen Struktur der Textmessages, wenn Sie sehen können, wann der andere, der Adressat, die Message erhalten hat, bleibt dem nicht mehr viel Zeit zu antworten. Es sind dann alle unter einem Antwortdruck und wer dann nach einer Stunde nicht geantwortet hat, der gilt dann schon als unfreundlich. Und das ist eine Sache, wo dann die Freiheit des Subjektes eingeschränkt wird, durch die technische Struktur. Ja? Und natürlich können Sie sagen, dem kann ich mich trotzdem noch entziehen. Also Sie aber, können die Funktion ja auch ausschalten. also ja. Gut, Sie können die Funktion ausschalten und wir können auch immer ohne Fernseher leben. Wir können auch einfach sagen, ich bleibe in der Buchkultur. Können wir aber ohne das Internet noch leben? Würde ich jetzt mal vielleicht eben eher in Frage stellen. Also ich würde sagen, wir können es eigentlich nicht. In der Masse geht es nicht und in der Masse wird es auch keiner tun, weil jeder ja diese Funktion, die gibt es ja auch nicht umsonst. Man mag die ja auch irgendwie, diese Funktion, dass ich sehe, wann der andere meinen Text gelesen hat. Und dann erwarte ich auch eine schnelle Kommunikation, weil es eben eigentlich eine oralisierte technische Kommunikation, textliche Kommunikation ist. Und dem kann man sich dann nur schwer entziehen. Und das wäre jetzt ein Beispiel dafür. Also nur um das reinzubringen, ich glaube, dass wir die Medien als eigene Agenten betrachten müssen mit ihrer Agenda, die sie durchdrücken wollen. Und bin etwas skeptischer, was unsere Möglichkeit betrifft, dem entgegenzutreten. Aber wir wissen ja, dass wir auch der Autogesellschaft mal entgegengetreten sind und dann die Innenstädte doch freigemacht haben, als es dann zu stark wurde mit dem Individualverkehr. Also ich glaube und hoffe, dass wir auch in dieser Hinsicht einen gewissen Spielraum haben, wenn wir uns dessen bewusst wären. Wäre aber nicht zu optimistisch. Aber Herr Stöcker lächelt schon so in sich hinein. Ich glaube, er möchte ganz dringend erwidern. Ich würde gerne eine kleine Synthese versuchen. Also ich finde das wahnsinnig interessant. Es wird ja sehr viel über dieses Thema geredet, aber mit dem Zungenschlag habe ich es bislang noch nicht gehört. Ich glaube, ich bin eigentlich völlig bei Ihnen, weil ich als Verhaltenspsychologe ganz genau weiß, dass diese Plattformen eben wie Skinnerboxen funktionieren und als solche ziemlich gut. Ja? Die bringen uns schon Sachen bei und wir machen das auch. Also ich habe neulich einen schönen Tweet gelesen, irgendwie werde gefragt, wie viel Uhr ist es, Twitter gecheckt, Facebook gecheckt, irgendwas nachgeschlagen, Freund fragt, und wie spät ist es, was? Ja, also so ist es ja. Ne? Man nimmt das Ding in die Hand und dann hat es plötzlich einen dazu gebracht, Dinge zu tun, die man nicht vorhatte in dem Moment, in dem man es in die Hand genommen hat. Würde ich sagen, ist ein Faktum. Gleichzeitig sind wir eben aber Menschen und keine Ratten. Und da bin ich wieder bei Ihnen. Also dass Ihr Sohn jetzt Bücher in die Hand nimmt und zum Quartalsleser wird, liegt mutmaßlich daran, dass er jetzt nicht als 13- oder 15-Jähriger in die Welt hineingestolpert ist, sondern eine gewisse Erziehung und Bildung genossen hat. Und wir sind schon in der Lage als Menschen... Da habe ich manchmal meinen Zweifel. Ja, ein bisschen was wird schon hängen geblieben sein. Der in die Lage versetzt worden ist, sich sozusagen der simplen Konditionierung solcher Systeme
unter Umständen auch zu entziehen. Das glaube ich, wir kommen bestimmt nochmal zu dem Thema Bildung, aber das würde ich sagen, ist, wenn es ein gesellschaftliches Ziel gibt, das man mit dieser Diskussion verbinden kann, dann versetzen wir doch die Leute in die Lage, erstens zu erkennen, was sich da abspielt und zweitens sich bewusst dagegen zu entscheiden. Und deswegen, ich glaube, es ist absolut, sind diese beiden Standpunkte vereinbar. Ja? Und die Synthese ergibt sozusagen einen Lösungsvorschlag. Ich würde dann an dieser Stelle gerne nochmal auf die Regulierungsfrage zurückkommen wollen. Also, weil da, glaube ich, habe ich schon Einigkeit gespürt. Mündige Bürger werden durch Facebook oder andere soziale Netzwerke auf jeden Fall nicht gefördert, zumindest nicht vordergründig. Inwiefern ist es also auch Aufgabe des Staates oder vielleicht auch einer Institution, die vom Staat eingesetzt wird, also ein soziales Netzwerk oder auch, muss ja nicht nur Facebook sein, können ja auch andere sein, dahingehend zu regulieren, dass dort also vernünftige Kommunikationsbedingungen geschaffen werden. Man versucht das ja gerade auch mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, so heißt es ganz sperrig. Da geht es also vor allen Dingen darum, eigentlich letztlich Hassrede im Netz Herr zu werden und dass diese schneller aus den Netzwerken verschwindet. Inwiefern sehen Sie da also eine Verantwortung? Oder macht man einfach nicht mehr Facebook auf? Also dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, da müssen wir jetzt vielleicht nicht so viel drüber. Ich glaube, es gibt fast niemanden in Deutschland, der das gut findet mittlerweile. Außer dem Minister selbst, aber selbst bei dem bin ich mir nicht mehr so sicher. Also alle SPD-Abgeordneten, mit denen ich spreche, finden das Gesetz mies. So. Da gibt es wahrscheinlich auch welche, bei denen das nicht so ist, aber das ist einfach ein bisschen arg schnell gemacht und deswegen hat das alle möglichen Probleme. Grundsätzlich, das sind ja zwei verschiedene Fragen. Bei dem Gesetz geht es ja um die Frage, kann ich es schaffen, als Staat dafür zu sorgen, dass nicht massenhaft Straftaten begangen werden, ohne geahndet zu werden. Mhm. Darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass irgendwie Lügen verboten werden soll oder so. Ja, Lügen sind nur mal von der Meinungsfreiheit gedeckt, sondern es geht um strafrechtlich relevante Äußerungen wie die Holocaustleugnung oder Aufruf zur Gewalt oder so. Ja? Und ich glaube, wir können uns als Gesellschaft relativ einfach darauf verständigen, dass wir sowas nicht wollen. Und jetzt haben wir es aber halt, haben wir Plattformen, auf denen das plötzlich at scale funktioniert, in einem Ausmaß. Früher hat das auch alles stattgefunden, aber es war dann eben private Kommunikation und nicht gleichzeitig versehentlich auch noch öffentliche Kommunikation. Und es skaliert halt in einer Art und Weise, die unser Rechtssystem vollständig überfordert. Deswegen kann ich schon verstehen, dass der Staat sagt, wir fänden es eigentlich schön, wenn da unser Rechtssystem auch greifen würde. Nur, und das halte ich auch nicht für falsch, aber man muss sich, glaube ich, noch ein bisschen eine schlauere Lösung überlegen, als die jetzt im Moment auf dem Tisch liegt. Aber das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Da geht es jetzt wirklich nur um Straftaten und sonst um nichts. Die Frage sozusagen, wie entsteht ein demokratischer Diskurs, den wir uns wünschen, jenseits davon, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere. Es ist aber sicherlich die Idee, zumindest die Kommunikation zu harmonisieren, dass also der Diskurs im Netz, so wie er im Moment ja ist, nicht mehr so scharf geführt wird und dass also eben auch nicht mehr strafrechtlich irrelevante Inhalte überhaupt in diesen Diskurs hineingetragen werden, ihn damit also eben verschärfen. Das ist ja der Wunsch dahinter zumindest. Also hat es ja schon auch etwas damit zu tun, dass also letztlich die Kommunikationsbedingungen, der Kommunikationsrahmen insgesamt verbessert werden soll. So. Es ist im Grunde eine aporetische Situation. Ich weiß gar nicht, ob die besser zu lösen ist. Was wir erleben, ist der Versuch, Geschichte zurückzunehmen. Das Internet ist ja, mit dem Internet hat ja der Staat seine Informationshoheit verloren in den 90er Jahren. Das wurde damals schon stark diskutiert. Und er versucht sie jetzt mit diesem Netzdurchsetzungsgesetz wieder einzuführen für einen bestimmten Rahmen des Internets, nämlich für Deutschland. Und das ist am Ende auch ein Zeichen der Kapitulation des demokratischen Diskurses im Internet oder der Selbstregulierung, die eben nicht funktioniert. Nun, also wenn wir über dieses Gesetz reden, reden wir eigentlich darüber, ob ein Diskurs oder eine Streitkultur ohne jegliche Gatekeeper, um nicht Zensur zu sagen, ohne jegliche Gatekeeper und ohne jegliche Experten, die dann auch darauf achten, wer am Diskurs teilnehmen kann, funktionieren kann. Wir haben das sehr begrüßt in den 90er Jahren und viele auch noch in den Nullerjahren, dass das Internet
die Gatekeeper beseitigt und nun jeder praktisch das Mikrofon selbst in die Hand nehmen kann und nicht nur Empfänger ist, sondern auch Sender. Man kann ja auch erstmal von den Demokratisierungen sprechen. Ja, ja, das wurde auch fleißig gemacht. Interessanterweise hat der, auf den sich dann immer mit dem Strukturwandel der Öffentlichkeit Nummer 2.0 Habermas nie dazu bekannt. Er hat immer das Problem gesehen, dieser fragmentierten zentrifugalen Kommunikation in den Medien. Er hat es durchaus auch willkommen geheißen, dass jetzt jeder an dem Diskurs teilnehmen kann, außerhalb von Gatekeepern. Aber auch das Problem gesehen, dass man dann sich eben nicht mehr auf ein Thema konzentriert und das klärt in einem bestimmten diskursethischen Kontext. Wie wir es jetzt eben sehen mit Hate Speech und mit der Trollkultur, wo eben das, was vorher kontrolliert werden konnte, nicht mehr da ist. Also diese Selbstregulierung von unten funktioniert offenbar nicht. Oder sie hätte nie funktioniert, aber es wurde uns nie so klar. Weil der Zugang zur Öffentlichkeit immer sehr stark reguliert war durch die Diskurspolizei. Und dazu gehört nicht nur der Gatekeeper, sondern auch, dass man bestimmte Regeln des Diskurses beherrscht, also auch eine bestimmte Diskursqualität mit sich bringt, eine bestimmte Argumentationskompetenz, bevor man überhaupt erstmal zugelassen wird. Für den politischen Betrieb zum Beispiel. Genau, aber das haben wir ja jetzt nicht mehr. Jetzt kann ja jeder praktisch sich äußern, der Netzzugang hat, und das hat jetzt auch jeder. Und jeder kann dann jetzt mehr schreiben am Tag, als er pro Woche liest. Und mit dieser Art von Kommunikation haben wir dann zu tun. Und da jetzt reinzugehen, sozusagen polizeipolitisch und das zu regulieren, ist ein Widerspruch gegenüber dem, was das Netz angetreten ist. Und deswegen sage ich, es ist ein aporetisches Problem. Andererseits müssen wir uns dem wahrscheinlich auch stellen, weil sonst, denke ich, die Kultur des politischen Streits, die wir brauchen für eine Demokratie, also das Zuhören und das nuancierte Argumentieren, das Eingehen auf Sachfragen und nicht das Argumentum ad hominem, verloren geht. Wir haben auch einen kleinen Input noch mal zur granularen Gesellschaft, wo wir es auch gerade angesprochen haben. Den würde ich gerne hier noch mal sehen wollen. Da steht's, genau. Selbstbestätigung und Partikularinteressen führen nicht zur Fragmentierung von Gruppen, sondern sogar zur Fragmentierung der Wahrheit. Ja, da sind wir eigentlich auch wieder bei dem Thema der einzelnen, das kommt, glaube ich, von Ihnen, ne? Richtig, genau. Bei den einzelnen, bei den Verstärkungen von eben Meinungen, von Ansichten im Netz, die also durch Netzwerke wie Facebook eben gefördert werden. Inwiefern also sehen Sie das als wirklich kritisch an? Weil auf der anderen Seite haben Sie ja auch schon gesagt, Herr Krüger, jeder ist ja ein mündiger Bürger, er darf selber entscheiden, sozusagen, wo er sich informiert, wie er sich informiert, ob er sich auch nicht informiert. Also wie gefährlich ist das wirklich? Also der entscheidende Punkt in dem Zusammenhang und auch diese These der granularen Gesellschaft, die von Christoph Kuklick formuliert worden ist, besagt ja, dass wir sozusagen durch die sozialen Netzwerke in Diskursen uns organisieren, die jeweils ihre eigenen, wenn man so will, Grammatiken entwickeln. Das heißt also, wenn ich mich verständige über einen bestimmten Gegenstand, dann kann ich organisieren durch Selbstbestätigung und durch entsprechende Organisation von Informationen, dass ich genau das sozusagen verhandle, was diese Gruppe für wahr hält. Ein Beispiel wäre, dass man seine eigenen Statistiken herbeizitiert, die also sozusagen bei demselben Diskursgegenstand bei einer anderen Facebook-Gruppe ganz anders reflektiert wird. Jeder sozusagen Community auf den sozialen Medien hat ihre eigenen Statistiken, ihre eigene Propaganda-Instrumente, ihr eigenes Fürwahrhalten. Und das hat sehr stark mit dem Punkt zu tun, den Sie vorhin genannt haben, also diesen Confirmation Bias, also diese Bestätigungssehnsucht, die in uns Menschen einfach angelegt ist. Das heißt, wir hören gerne das, was wir selber schon glauben. Das meint letztendlich sozusagen diese Hypothese, dass es in der Gesellschaft durch die sozialen Medien befördert unterschiedliche Communities gibt, die sich gar nicht mehr untereinander verständigen und sozusagen auch die Kontroversität von bestimmten Wahrheiten verhandeln, sondern in ihren Zirkeln sozusagen
bestimmte Positionen zirkulieren lassen. Und mein Punkt war, dass eigentlich eine demokratische, plurale Gesellschaft sehr stark darauf angewiesen ist, sozusagen Brücken zu bauen, damit ungleiche und verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Positionen, wenn man so will, Verständigungsmöglichkeiten und sich nicht zurückziehen haben, in ihren Mikrokosmos zurückziehen. Wenn es nämlich um gesamtgesellschaftliche Fragen geht, beispielsweise darum, ob sozusagen im Straßenverkehr der Autoverkehr zugunsten des öffentlichen Nahverkehrs zurückgedrängt wird, müssen alle Gruppen, gerade auch die Benachteiligten, die Ungleichen, die mit anderen Interessen gehört werden und mitentscheiden und mitbestimmen, weil es geht, wenn man so will, um Gemeingüter. Und diese Gemeingüter, die werden natürlich sozusagen in diesen Inner Circles eher kleingeschrieben. Inwiefern glauben Sie denn, nimmt dadurch die Diskurskompetenz letztlich ab? Weil wenn ich es gewohnt bin, mich nur eben in meiner eigenen Echokammer, ich verwende jetzt den Begriff mal, bewege, dann bin ich ja gar nicht mehr so sehr mit eben anderen Meinungen konfrontiert. Vielleicht werde ich dann ganz besonders aggressiv oder aufgebracht, aufgewühlt, wenn ich dann etwas sehe, was meiner Meinung widerspricht. Sie haben es im Prinzip schon beantwortet. Sie nimmt natürlich ab, weil ich mich nicht mehr dem anderen aussetze. Was Herr Krüger sagt, ist sehr interessant. Man muss darauf achten, dass man noch dem anderen ausgesetzt wird. Und die Frage wäre hier, könnte das aussehen? Ja. Also bis jetzt haben das ja die Massenmedien, die klassischen Massenmedien einigermaßen übernommen. Die hatten ja, weil Journalisten ja eine gewisse Berufsethik haben und dann auch versuchen, von Ausnahmen mal abgesehen, ein ausgewogenes Bild der Gesellschaft zu geben und weil auch in der Vielfalt, die ja zusammenkommt, der Massenmedien, dann Multiperspektiven offeriert werden, die dann aber auch eben zentral verfügbar sind. Das haben Sie ja im Internet nicht mehr. Da haben Sie dann eben diese Gruppen, diese Filterbubble, die aber nicht mehr miteinander sprechen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eben man das sich eher in das eigene, in dem eigenen Wohlfühlt, also in dem eigenen Denkrahmen. Und die Psychologen gehen davon aus, die Theorie der kognitiven Dissonanz, ne, die in den 50er Jahren entwickelt wurde, besagt, dass wir das Dissonante vermeiden wollen. Wenn wir davon ausgehen, dann entsteht die Frage, ja, wenn jetzt die Kommunikation so frei ist und wir so frei darin sind, uns selbst zu informieren, wer schützt uns dann vor uns selbst? Also vor dieser Bequemlichkeit, dass wir uns dem anderen eben nicht aussetzen wollen, weil das eben kein menschlicher Impuls ist, sondern der menschliche Impuls ist, die kognitive Dissonanz zu vermeiden. Und da kommen wir wieder hinein. Ne? Eigentlich brauchen wir den Zwang von außen, dass der uns dem anderen aussetzt, damit wir sozusagen vor uns selbst geschützt werden. Sollte das dann Facebook tun? War das jetzt ein Plädoyer für Regulierung? Nein, das war jetzt vielleicht ein bisschen des Teufels Advokat-Argument. Es ist jedenfalls, Regulierung ist jedenfalls immer ein Wort, wohin mich mein Denken dann bringt. Ich bin intuitiv natürlich dagegen, aber wenn ich mal tiefer schaue und mich nicht mit Optimismen oder Imperativen, dass irgendwelche Institutionen, die Menschen frei sich informieren lassen müssen, mich nicht damit zufrieden gebe, dann komme ich immer wieder an den Punkt, dass wenn wir den Menschen diese Freiheit geben, dann werden sie sich in Filterbubbeln bewegen und sich nicht selbst daraus bewegen wollen. Und wenn wir dann nicht irgendwie regulierend eingreifen wollen, und Regulierung ist natürlich ein negativ konnotiertes Wort, aber im Grunde machen das ja die klassischen Massenmedien. Die regulieren ja auch, was wir hören, was überhaupt News ist und wie es berichtet wird. Ja. Es ist ja eine Regulierung. Wenn das wegfällt, dann haben wir am Ende eben nur noch Banalitäten, nicht? Das Eichhörnchen, das in unserem Vorgarten stirbt, wie Mark Zuckerberg sagt, und das für uns vielleicht interessanter ist als Sterbende, Hungernde in Afrika. Und dann bringt uns Facebook halt das, weil Facebook will uns immer das bringen, was uns interessiert. Darauf ist der Algorithmus da. Da würde ich gerne einhaken, denn genau das kann man ja vielleicht auch als, ja, vielleicht
kann man sagen, das ist die Art der Kuratierung, die eben ja auch Facebook hat, so wie die Medien irgendwie auch eine haben. Vielleicht unterscheidet, oder nein, ist nicht vielleicht, definitiv unterscheidet sich das, wo Medien sagen, das ist wichtig, das ist relevant, das kommt in unsere Zeitschrift, in unsere Zeitung, in unsere Radiosendung. Bei Facebook sieht das natürlich irgendwie anders aus, da geht es darum, was der Nutzer möchte, aber es findet ja eigentlich eine Auswahl schon prinzipiell statt. Ich glaube, es geht ja mehr darum, also diese Diskrepanz aufzulösen. Also wenn Sie meinen, dass bestimmte pornografische Inhalte oder völkerverhetzende Inhalte dort zensiert werden, das ist ja noch keine Aufforderung, sich der anderen Perspektive auszusetzen, von der wir jetzt ausgegangen sind, ja, in der politischen Meinungsbildung. Also Facebook übernimmt diese Aufgabe nicht, die Massenmedien, die klassischen Massenmedien haben. Und das soll es auch gar nicht und will es auch gar nicht. Es sieht sich ja auch nicht als Medienunternehmen, ne, sondern als Technikunternehmen. Das wird sich ändern, es muss die Verantwortung übernehmen jetzt. Aber es wird auf jeden Fall nicht da inhaltlich sich einmischen in bestimmte Perspektivierung der Blicke auf die Welt, sondern eben nur juristischen Vorgaben folgen und pornografische Inhalte oder völkerverhetzende Inhalte entfernen. Und ich würde auch gar nicht wollen, dass, nachdem wir die Gatekeeper sozusagen beseitigt haben oder überwunden haben, dass dann plötzlich Computerwissenschaftler jetzt zu den neuen Gatekeepern werden und Mark Zuckerberg sozusagen die Regulierung der Kommunikation übernimmt, beziehungsweise die vielleicht bezahlten Honorarkräfte, die er von der Straße holt dann dafür. Also Gatekeeper dahingehend, weil der Computerwissenschaftler den Algorithmus geschaffen hat, der uns sagt, was wir sehen. Das wäre ja absurd, wenn wir jetzt von den Technikern erwarten, dass die die Kommunikation regeln, die vorher von, ich sag mal, Experten oder Meinungseliten, aber eben, das ist das negative Wort dazu, das positive wäre, von Experten, die eben Journalistik studiert haben oder Philosophie, aber eben nicht Computerwissenschaften, das von denen übernommen wurde. Das wäre absurd jetzt, das vom Silicon Valley zu erwarten, oder? Ich glaube, Herr Krüger wollte kurz etwas entgegnen. Ja, ich wollte sozusagen den Zungenschlag mal ein bisschen verändern. Also Facebook, Google und Amazon sind ja sozusagen, sie versuchen sich zu Freunden von uns zu machen, aber in Wirklichkeit sind sie schlimme Finger. Das muss man ja schon mal sagen, weil sozusagen, ich mache jetzt mal ein ein Beispiel aus meinem eigenen Beritt. Bei der Bundeszentrale für politische Bildung klingelte es neulich am Telefon und im anderen Fall war es eine Mail. Da haben sich Amazon und Facebook angemeldet und wollten gerne mit der Bundeszentrale kooperieren, was die Nutzung des Valomaten betraf. Und beide haben uns eine technische Lösung vorgeschlagen, dass man sich anmeldet sozusagen als Nutzer, um eben den Valomat zu spielen und dabei natürlich komplett alle Datenspuren hinterlässt. Also Facebook und Amazon wollten auf eine mögliche Inkompetenz der Kollegen der Bundeszentrale setzen und die Wahlpräferenzen von dem Wahlvolk angesichts von 13,3 Millionen Nutzungen bei den letzten Wahlen, ist es schon eine relativ ordentliche Datenmenge, die man da generiert, einkassieren. Wenn man jetzt noch dazu nimmt, dass diese Unternehmen alles amerikanische Unternehmen sind, die mit dem dortigen Geheimdienst zusammenarbeiten müssen im Zweifelsfall, die sozusagen bis hin zur Industriespionage sozusagen auch in Diensten einer ganz bestimmten kommunitären Struktur operieren, fragt man sich wirklich, wieso in Europa da noch keine, sagen wir mal, kritische Debatte über diese Monopolstrukturen geführt worden sind. Man lobt man sich ja wirklich Russland und China, die ihre eigenen Lösungen herbeiführen. Das ist, will ich gleich wieder zurücknehmen, das Argument. Aber sozusagen irgendwie sehen wir hier aus wie die letzten Deppen, die zumindest von unserem Wertevorrat her in Europa da noch keine eigene Lösung gefunden haben und keine eigenen Anstrengungen unternehmen, nur weil man sich ständig von irgendwelchen Protagonisten sagen lässt, wir leben in einer Wertegemeinschaft. Angesichts von Trump kann man da schon das ein oder andere Fragezeichen machen. Und ich finde, wir brauchen eine zugespitzte Diskussion über diese Plattformen. Das sind Monopole. Monopole machen dumm, das habe ich in der DDR gelernt. Und die führen irgendwann einen an die Grenzen und dann ist Schluss mit lustig.
So, und an der Stelle denke ich, müssen wir uns einen anderen, vor allem ökonomischen Diskurs über diese Plattformen angewöhnen. Und das habe ich gestern mal den Lokaljournalisten auch gesagt. Ja? Diese Plattformen haben den Tageszeitungen quasi das komplette Anzeigengeschäft kannibalisiert und weggenommen. Und heute leisten sich Lokaljournalisten immer noch den Staat mehr zu kritisieren als diese Plattformen und versuchen stattdessen sozusagen mit denen rumzumachen und die Nutzungsgewohnheiten ihrer Leser, so, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Das war eine kleine Philippika. Herr Stöcker. Also einmal, ich glaube nicht, dass es keinen kritischen Diskurs über diese Plattformen gibt. Ich finde schon, dass es den gibt. Also hier findet er statt und ich finde, er findet im Moment an jeder Ecke statt. Google erst, warte mal, gestern oder so, sind sie zu 2,48 Milliarden Strafe wegen Ausnutzung ihrer Monopolstellung verurteilt worden. Also ich glaube, niemand guckt denen so auf die Finger wie Europa im Augenblick, aber ich stimme Ihnen völlig zu, wir sind damit noch lange nicht am Ende. Ich würde mir wünschen, dass wir uns die Folie nochmal angucken, die wir gerade eben, geht das, können wir nochmal eins zurückblättern, die Folie mit den Filterblasen. Mit den Filterblasen, ja. Genau die. Weil wir gerade, wir sind da jetzt gerade so ein bisschen drüber weggegangen, nämlich also im Prinzip habe ich so das Gefühl, hier auf dem Podium ist schon gesetzt, es gibt die Filterblase und sie ist ganz schlimm. Ich will auch gar nicht in Abrede stellen, dass es welche gibt. Echokammer ist, glaube ich, besser noch. Aber ich sehe auf diesem Bild, das ist so ein bisschen, finde ich, irreführend eingefärbt, ich sehe auf diesem Bild nur eine Echokammer. Und zwar rechts oben. Mhm. Ja? Und bei dem Rest sehe ich ein extrem dichtes, also ich nehme an, das ist aus dieser Süddeutschen Zeitungsstudie. Genau, das ist aus der Süddeutschen. Die Datenbasis ist so mittelgut, finde ich, sind glaube ich 5000 Accounts. Aber also da sehe ich eine komplett segregierte Gruppe. Und bei allen anderen sehe ich in der Mitte ein dichtes, schwarzes Netz aus Querverbindungen. So. Und das ist gut so. Ja, und ich glaube auch, dass das tatsächlich die politische Realität in Deutschland ganz gut abbildet. Und dass diese politische Realität in Deutschland eine ganz andere ist als zum Beispiel in den USA. Und das hat was mit unserem Wahlrecht zu tun. Ja? Weil fast alle, die da an diesem dichten, schwarzen Netz dranhängen, haben schon mal irgendwo miteinander koaliert. Ja? In den USA, wo es eben Mehrheitswahlrecht gibt, da gibt es keine Koalitionsregierung und die politische Polarisierung in den USA, da gibt es ganz tolle Studien dazu, hat schon seit Ende der 40er, hat das Internet erstmal gar nichts damit zu tun, immer weiter und immer massiver zugenommen. Mittlerweile ist es so, dass politische Ausrichtung in tatsächlich experimentellen Studien Hautfarbe als Diskriminierungsmotiv schlägt. Also wenn es darum geht, geben Sie einer fiktiven Person ein Stipendium. Wenn Sie selbst Republikaner sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einem Demokraten geben, niedriger, als wenn Sie weiß sind und derjenige ist schwarz. Ja? Also so ist das in den USA. Ich glaube, das Gleiche würde man für die Wähler von CDU und SPD nicht finden. Im Gegenteil, es könnte sogar sein, dass die einen bei der einen Wahl mal so und bei der nächsten mal so. In Deutschland nimmt die Parteienbindung seit den 70er Jahren ab, in den USA nimmt diese Polarisierung immer weiter zu. Das führt genau dazu. Also das findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern Gesellschaften sind auf eine bestimmte Art und Weise verfasst und damit hat das politische System eine ganz wichtige Rolle dabei. Können wir sagen, wir können von Glück reden, dass uns das Verhältniswahlrecht so ein bisschen sozusagen vor der massiven Ausprägung von Filterblasen schützt. Es gibt übrigens auch nur eine Partei in Deutschland, die genau diese dichotome Polarisierung herbeizureden versucht, nämlich die da rechts oben, ne, die immer von den Altparteien spricht und von links-grün versifft, was ja mittlerweile sogar Angela Merkel schon einschließt. Ja, also ist so, oder? Also, ne, links, also da gibt es sozusagen eine Gruppe, die versucht, im Diskurs so eine Polarisierung herzustellen. Alle anderen machen das nicht, weil sie genau wissen, irgendwann müssen wir mit denen ja vielleicht doch mal wieder koalieren. Und dann finden auch diese ganzen Mechanismen, die Sie völlig richtig beschrieben haben, also dissonante Informationen werden abgewertet und ich will lieber nur mit Leuten reden, die vielleicht ungefähr meiner Meinung sind. Das ist aber alles nicht mehr so schlimm, wenn man sich dann doch in einem relativ breiten demokratischen Grundkonsens, der nicht massiv auf der Ablehnung, emotionalen Ablehnung des politischen Gegners basiert, bewegt. Und das haben wir nicht in Deutschland. Ja, also ich würde dem schon sozusagen im Vergleich zur amerikanischen Gesellschaft weitestgehend zustimmen. Es gibt allerdings sozusagen schon auch ein paar Defekte, über die wir uns verständigen müssen in den Demokratien unserer Zeit. Wir wissen sozusagen aus der Beteiligungsforschung zum Beispiel,
dass sich ganz bestimmte Leute überhaupt nicht mehr in dem System der parlamentarischen Demokratie repräsentieren lassen. Das heißt, die nehmen entweder nicht an den Wahlen teil oder sie klinken sich auch aus sämtlichen deliberativen Prozessen aus. Und wir wissen sozusagen aus dieser Forschung, dass je mehr Beteiligungsrechte die Politik sozusagen bereitstellt, bis hin zu direkter Demokratie, je abgehängter werden bestimmte Bereiche. Das heißt sozusagen, je mehr Beteiligung du unkontrolliert in den Raum wirfst in demokratischen Gesellschaften, je stärker wird die Ungleichheit. Das ist ein politikwissenschaftliches Ergebnis. Hier beispielsweise am Wissenschaftszentrum Berlin, Professor Merkel, der das sozusagen sehr gut an empirischen Daten auch nachweist. Und das stellt natürlich die Frage, ob man nicht sozusagen sich klügere Gedanken machen muss, wie man dieses Verhältnis Wahlrecht, was ja relativ viele gesellschaftliche, also sozialkulturelle Milieus noch bindet, ergänzt sozusagen um sowohl innerparteiliche, neue Form von innerparteilicher Demokratie, als auch um neue Beteiligungsverfahren, die gerade auf diese benachteiligten Milieus, die benachteiligten sozialkulturellen Milieus versucht abzustellen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das Zweite, was wir sehen müssen, dass demokratische Gesellschaften haben es zurzeit mit sowas wie Postdemokratie zu tun. Das heißt, die Politik selber hat sich Mechanismen gegeben, sozusagen zu Entscheidungen zu kommen, in denen nicht über die klassische Legislative, sondern über Expertengruppen Meinungsbildung und Wahrheitsfindung organisiert wird. Das ist ein großes Problem, weil das auch nochmal sozusagen Fragen von Repräsentation verschärft und zuspitzt. Und das Ergebnis, was aus diesen Prozessen entspringt, ist wachsender Populismus, und zwar sowohl auf der Rechten wie auf der Linken. Was die Rechte betrifft, da haben wir es hier sozusagen im eigenen Land mit sowas wie der AfD zu tun. Aber es gibt auch sowas wie einen Linkspopulismus, der argumentiert, dass wir sozusagen benachteiligte Menschen in der Gesellschaft haben und man kann deren Interessen nur folgen, indem man wieder die Konflikte auf die Straße trägt, indem man kämpferische Auseinandersetzungen forciert. Also Chantal Mouffe zum Beispiel, die belgische Neomarxistin, ist ein sehr gutes Beispiel, die diese Position vertritt. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass die Rechte immer mit chauvinistischen Abwertungen operiert und die Linken versucht sozusagen auf dieses kämpferische Modell sozusagen eher solidarisch zu reagieren. Aber es sind beides Populismen, die natürlich das System einer parlamentarischen, deliberativ optierenden demokratischen Verfahrenswelt widerspricht. Inwiefern können denn die klassischen Medien wiederum also schaffen, diesen Diskurs zu harmonisieren? Weil das Internet ist vielleicht nicht unbedingt der geeignetste Marktplatz dafür. Wiederum gibt es aber eben Medien, die natürlich eben erklären, die einordnen die unterschiedlichsten Positionen, die es gibt, die ja auch auf Missstände in der Gesellschaft auch machen, aufmerksam machen, aus unterschiedlichsten Perspektiven. Und da würde ich jetzt mal behaupten, zumindest anders als in den USA, weil wir gerade schon auch über die Staaten gesprochen haben, funktioniert das ja bei uns besser. Weil wir auch ein ganz anderes Mediensystem haben. Es gibt so ein Kopfwackeln. Es funktioniert besser, wenn ich daran denke, wie CNN, Trump, nicht nur Trump, sondern die Diskussion der Kandidaten angekündigt hat. Das war wie ein Boxkampf. Ne? Und dann war natürlich klar, dass der am meisten unterhält und am sensationellsten dort auftritt, dann auch Vorteile hat. Das sehe ich in Deutschland noch nicht so, das stimmt. Oder wenn wir uns daran erinnern, dass CNN und CBS Trump Airtime gegeben haben, weil es werbeökonomisch sich so rechnete. Ja? Also dass da das Ökonomische dann auch die politische Verantwortung übertüncht, überschreibt, da hoffe ich doch sehr, dass das, ich kenne mich damit in Details nicht so aus, dass das bei uns noch nicht der Fall ist. Aber es ist natürlich so, wie Herr Krüger sagte, dass die neuen Medien, vor allen Dingen Facebook, den Massenmedien die Abonnenten wegnimmt, also Facebook und Google natürlich, aber Facebook dann mit Instant Article auch noch die Massenmedien einlädt auf ihrem Gebiet, auf ihrem Hoheitsgebiet faktisch, gegen all die spektakulären
Updates, die es dort gibt, ja, anzutreten. Und das ist natürlich ein Kampf, den man nicht gewinnen kann. Das ist, wäre wie auf einem Punk-Konzert sozusagen für Erik Satie zu werben. Ja. Auf der anderen Seite, die Inside-Artikel sind ja nicht so wahnsinnig erfolgreich. Also einige Medien haben sich ja durchaus auch wieder von diesen Instant Articles zurückgezogen. Gott sei Dank. Das Problem, dass die neuen Medien und vor allen Dingen sozialen Netzwerke, wo jetzt also Facebook als größte Zeitung praktisch, wo immer mehr Leute sich ihre politischen Informationen holen, den Massenmedien Abonnenten und Interessenten, also Aufmerksamkeit, Abonnenten und eben auch Werbeeinnahmen wegnimmt, das bleibt bestehen. Und man muss auch hinzunehmen, dass die Verkürzung der Kommunikation oder die Umstellung von Kommunikation auf das Sensationelle, auf das Visuelle, das hat Mark Zuckerberg ja immer mehr vor. Er war ja klug genug, Oculus Rift zu kaufen und wird in den 360 Journalismus investieren, in 3D, immersive virtuelle Realitäten. News, ja. Und das ist ja nicht ein Medium, in dem man dann noch praktisch über Sprache distanziert etwas reflektiert. Also können Sie sich vorstellen, wie in diesem Umfeld dann wieder Kommunikationsumfeld geschaffen durch die sozialen Medien, wie da, welche Chancen da ausführliche, kritische und multiperspektivische Analysen haben würden. Also da sehe ich ein großes Problem für die Massenmedien. Ich weiß nicht, wie das zu lösen ist. Ich denke, das Erste wäre, dass man ihnen den finanziellen Druck wegnehmen müsste, sozusagen die Einladung auf... Aber haben wir das nicht beim öffentlich-rechtlichen System? Ja. Und da funktioniert das, ja auch noch einigermaßen, ne? Obwohl natürlich da auch der Legitimationszwang über die Quote natürlich auch herrscht und über den haben sie dann eben wieder diesen Abbau. Also die Quote repräsentiert natürlich einen Massengeschmack, der nicht unbedingt auf das Nuancierte geht, sondern auf das Einfällige, Sensationelle. Das haben amerikanische, das hat dann CNN sehr gut verstanden. Und so präsentieren die ihren Präsidentschaftskandidatenkampf. Das ist hier noch nicht so der Fall. Aber im Grunde müsste man gegen das Quotendenken angehen. Aber da kommen sie wieder, da schließt sich dann der Kreis zum numerischen Populismus. Gerade dieses Quotendenken wird ja durch die sozialen Netzwerke gefördert, als Mentalität. Dass wir alle nur noch darauf schauen, was die höchste Zahl hat. Herr Stöcker? Ja, also ich würde auch sagen, das Modell, das Sie genannt haben, sozusagen die Medien ohne finanziellen Druck, die haben wir ja in Deutschland. Ich glaube auch, dass die schon eine Rolle gespielt hat dabei, dass wir keinen so eskalierten medialen Diskurs haben wie in den USA. Sie haben jetzt CNN und CBS genannt, aber aus meiner Sicht den Elefant im Raum noch gar nicht, nämlich Fox, ja. Also den Sender, der die Leute schon seit den 80er Jahren anlügt, und zwar in ganz großem Stil, und der jeden Abend Propagandisten zur besten Sendezeit vor die Kamera stellt, die Unfassbares verkünden. Und die, bei dem sich, ich glaube, über 70% der Wähler der Republikaner informieren sich primär da. Ja? Deswegen wissen die noch gar nicht, dass ihnen die Gesundheitsreform irgendwie die Krankenversicherung rauben wird, wenn Trump damit durchkommt, ja, bei der Abstimmung. Also da ist schon, also ich sag mal, die mediale Grundversorgung in den USA ist schon noch ganz schön viel entsetzlicher als bei uns. Ich weiß nicht, ob ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk alleine reicht, und ich finde auch, es gibt sehr viel zu kritisieren am Programm. Ja, also ich finde nicht, ich möchte nicht für Florian Silbereisen bezahlen, ehrlich gesagt, zum Beispiel. Aber ich glaube schon, dass die Tatsache, dass so Tagesschau, Tagesthemen, Heute-Journal, Auslandsjournal und so weiter eben existieren in Deutschland, dazu beigetragen haben, dass es so eine Eskalation von privatwirtschaftlich motivierter politischer Berichterstattung gar nicht gibt. Ja? Also auch die RTL und die Sat.1-Nachrichten sind jetzt, glaube ich, nicht so mit dem vergleichbar, was bei Fox News passiert. Und es ist auch gar nicht so, dass sie da so ein großes Interesse dran haben, weil sie Geld verdienen sie mit ganz, ganz anderen Dingen im Zweifelsfall. Ich glaube, die Lehre daraus ist, und zwar nicht nur für Medien, die jetzt nicht unter finanziellem Druck stehen, sondern auch für die, die das tun, mittelfristig wird man sich von dem Zirkus nur dadurch positiv abheben können, dass man den Leuten nicht permanent mit Gekreische auf die Nerven geht,
sondern besonders sauber arbeitet und besonders gut erklärt und besonders klar darlegt, wo man seine Fakten näher hat und besonders, das ist jetzt so ein Modewort im Augenblick, transparent ist in dem, was man tut. Mhm. Und das ist ja auch, ich habe das jetzt in letzter Zeit, es fällt das immer wieder, aber ich halte es wirklich für ein entscheidendes und ein wichtiges Datum, dass CNN und die Washington Post und die New York Times im Moment ganz tolle Erfolgserlebnisse haben in den USA, weil es plötzlich eine wachsende Gruppe von Leuten gibt, die das Gefühl haben, so ein bisschen journalistisch fundierte Informationen wäre aktuell vielleicht doch ganz gut. Jetzt lege ich mir vielleicht doch mal wieder das Abo einer Tageszeitung zu. Ich will nicht sagen, dass das die Medien vor den riesigen Werbeflächen bei Google und Facebook retten wird. Und es wird in 10 Jahren weniger kommerziell finanzierbare Medien geben. Das ist absolut zweifelsfrei, glaube ich. Aber die müssen nicht notwendigerweise jetzt immer schlechter und immer lauter und immer bunter und immer Facebook-optimierter werden, um zu reüssieren, sondern ich glaube schon, dass es da eine Bewegung in Richtung wir wollen was Anständiges haben durchaus geben kann. Das ist das eine. Und das zweite ganz schnell noch. Wir reden jetzt natürlich wahnsinnig viel über Facebook und tun dabei so, als ob das eben der Status quo ist und das bleibt jetzt auch so. Aber also Rupert Murdoch, der Mann, der uns Fox News beschert hat, hat 2006, glaube ich, war es, 800 Millionen, war damals auch eine unerhörte Summe für MySpace ausgegeben, wo man sich damals, wo damals die Moral Panic war, irgendwie die jungen Leute machen alle Fotos von ihren Körperteilen oder so, ich weiß nicht mehr, oder haben so schreckliche Wallpaper in ihren Profilen und das ist alles so hässlich. Also, und die jetzt 15-Jährigen, die sagen, Facebook, das ist wie Xing, ne? Da sind halt Mama und Papa und meine Lehrer. Und die, wohin gehen die? Die gehen wohin, wo sie tatsächlich wieder private Kommunikationsräume haben. Snapchat. Nämlich abgeschlossene WhatsApp-Gruppen und Snapchat. Wo sie keine algorithmische Filterung haben und auch dieses ganze Hate-Speech-Thema ihnen nicht mehr begegnet, weil sie sich jetzt wieder nur mit Leuten unterhalten, die sie wirklich kennen. Also übrigens nicht das Thema von ganz alleine? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, jeder, der in dieser Welt, die sich exponentiell verändert, irgendwie Prognosen wagt, die mehr als 2 Jahre in die Zukunft reichen, dem sollte man nicht zuhören, weil er ein Scharlatan ist. und deswegen sollte man auch mit gewissem Augenmaß sozusagen immer auch die eigenen Ängste beurteilen. Was man aber nicht unterlassen sollte, sich darüber nachzudenken, was für eine Gesellschaft wollen wir eigentlich haben. Egal wie die Plattform aussieht, auf der die kommunizieren. Was halten Sie alle dann von der Idee einer, ich nenne es jetzt mal, kommunikativen Eingreiftruppe, die sich in sozialen Netzwerken bewegt und da, wo Mist passiert, dann, früher hat man gesagt, don't feed the trolls, aber genau das eben tut, also dagegen hält, mit Gegenregel bewusst, also versucht, einen Diskurs zu verändern. Wie stehen Sie zu diesem Konzept? Vielleicht ist das ja was, was man sogar institutionalisieren könnte. Ja, bloß nicht. Also ich meine, die erste Assoziation, die man bei dem Vorschlag hat, ist, dass man es mit so einer Art Wahrheitsministerium zu tun bekommt. Also ich bin schon dafür, dass sozusagen Gegenrede oder kritisch, also der Widerspruch ein ganz essentielles Motiv ist, aber das muss sozusagen aus der Zivilgesellschaft kommen. Engagierte Leute, die sagen, nee, also diese Position, die lasse ich so nicht stehen. Und da überlege ich mir auch, wie ich sozusagen subversiv in solche Communities reingehen kann. Ja? Also so ein bisschen einfach sozusagen sich die Taktiken der Dadaisten vor 100 Jahren nochmal angucken. Sozusagen, ja, also das Image von solchen Plattformen beschmutzen. Das ist übrigens auch Debatte über die großen Plattformen. Ja? Die halten Kritik und auch politische Debatten locker aus, weil sie einen langen Atem haben. Das Einzige, was ihnen wirklich wehtut, ist, wenn man ihnen in der Öffentlichkeit das Image versaut und das Image schlecht macht. Und ich nutze mittlerweile jede Gelegenheit, das mal auszuprobieren, weil sozusagen du kriegst noch in der Sendung selber, das ist mir neulich bei einer Konferenz in Wien passiert, noch in der Diskussion selber die Anfrage, was haben Sie denn damit gemeint? Und nächste Woche komme ich gerne mal zu Ihnen ins Büro. Also nächste Woche ist jetzt dieser Termin mit Facebook. Ja? Also, so, ich meine, das ist eine spannende Geschichte. Die reagieren vor allem auf solche öffentlichen Attacken auf das Image. Und ich glaube sozusagen, das scheuen sie wie der Teufel das Weihwasser.
Uns sozusagen auf der anderen Seite geht es natürlich nicht besser, weil wenn wir politische Bildung in bestimmten sozialkulturellen Milieus machen wollen, was machen wir? Wir nutzen Google, wir nutzen YouTube, wir nutzen Facebook, Instagram, was auch immer. Weil du gar nicht mehr rankommst an bestimmte sozialkulturelle Milieu, wenn du dich auf dieser Plattform nicht bedienst. Und sozusagen für uns in der politischen Bildung gibt es eine Prämisse, politische Bildung für alle zu machen. Und für alle sozusagen einen Zugang zu kritischer Reflexion, einen Zugang zu Widerspruch zu ermöglichen, einen Zugang zur Pluralität von Gesellschaft. Viele Menschen haben ihren Platz in dieser Gesellschaft, aber sie sollen eben auf unterschiedliche Weise Ich zu sich sagen können. So, und deshalb sozusagen ist es wichtig, zugleich Kritik zu äußern an diesen Monopolen und sie obendrein auch noch zu benutzen. Ich würde gerne... Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Das ist und dann würde ich gerne die Runde auch noch öffnen. Gut. Kurz da waren jetzt viele interessante Aspekte genannt, also bin ich ganz auf Ihrer Seite. Es ist unsere Aufgabe, die Sachen in Frage zu stellen und dann zu sehen, wie die Unternehmen sich verteidigen können. Nur auf diese Weise sehen wir eben, was funktioniert. Was aber momentan passiert, ist ja eher so, man hat es die schweigende Revolution genannt, ne? Dass einfach die Digitalisierung vonstatten geht, die Megaplayer faktisch die Gesellschaft immer mehr der kommunikativen Bereich übernehmen. Und das eben nicht diskutiert wird. Also das muss man machen und da kann man durchaus Facebook weiter benutzen, hat ja auch gute Aspekte, aber es ist eben interessant zu sehen, was die dann sagen. Es ist interessant, dass Sie, Herr Krüger, die Dadaisten hier hineinbringen, die ja genau vor 100 Jahren als Bürgerschreck sozusagen die normale Kommunikation, das, was man damals wahrscheinlich politisch korrekt nannte, auf den Kopf gestellt haben. Und die Frage wäre, wer wären jetzt die Dadaisten heutzutage? Ich würde sagen, es sind die Trolle. Und ich würde einladen, die Trollkultur vielleicht mal im Vergleich mit den Dadaisten zu sehen, als ein Affront gegen das, was eigentlich okay wäre oder politisch gerecht. Denn viele Trolle verstehen sich genau so. Ja? Die sehen das genau aus diesem quasi subversiven, punk-avantgardistischen Impuls heraus, wollen die immer wieder stören. Ich wünsche mir, dass darüber mal eine Doktorarbeit geschrieben würde, wie sich das miteinander verhält und wie wir dann vielleicht in 100 Jahren über die Trollkultur sprechen. Die Dadaisten haben wir inzwischen legitimiert, rehabilitiert und kanonisiert. Vielleicht noch ein Punkt. Aber wirklich nur in zwei Sätzen. Nein, dann kann ich das nicht machen. Gut, dann... Dann haben wir vielleicht die Doktorarbeit oder die Masterarbeit demnächst beim Mediuspreis, der kommt nämlich auch gleich. Bevor wir aber dazu kommen, würde ich gerne die Runde ins Publikum auch eröffnen. Ich denke, es ist sehr viel angesprochen worden, vielleicht rauchen Ihnen sogar die Köpfe, aber wenn Sie Fragen haben, Diskussionsanregungen, dann können Sie jetzt einfach mal Ihre Hand emporstrecken. Wir haben Menschen hier, die mit Mikrofonen rumlaufen und Ihnen die im Zweifel unter die Nase halten. Sonst muss Herr Simonowski doch noch eine sehr lange Antwort geben. Herr Simonowski. Ich wollte noch auf das eingehen, was Herr Stöcker sagte, dass wir natürlich nicht wissen, wie Facebook sich weiterentwickelt. Und natürlich ist jetzt Snapchat schon viel interessanter für junge Leute. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass Snapchat genau das befördert, was Facebook angefangen hat und was ich vorhin als das Problem sah, nämlich den Angriff auf eine nuancierte, reflektierte Kommunikation. Denn Snapchat ist im Grunde die Radikalisierung der Visualisierung von Kommunikation. Hier kommentiert oder reflektiert man noch viel weniger das, was einem passiert, was man erlebt mit Worten, sondern nimmt es einfach auf. Das heißt, an die Stelle einer reflektierten Selbstdarstellung tritt eine mechanische Reproduktion dessen, was mir passiert. Die geht gar nicht mehr unbedingt durch meinen Kopf. Die ist dann nur noch da in der Database, kann analysiert werden durch die Algorithmen. Aber ich lerne da bestimmt nicht auf diese Weise mich selbst kennen. Das heißt, wir haben am Ende eine Selfie-Gesellschaft ohne Selbsterkenntnis. Und Snapchat ist der nächste Schritt dazu, der nämlich genau das beseitigt, was bei Facebook noch da ist, aber nicht gebraucht wird. Das Archiv für all diese Bilder, die sowieso keiner mehr anschaut, weil es ja immer nur um den Moment geht, den man überleben will. Aber was man nicht übersehen darf, ist, dass eben dadurch weiterhin diese Mentalität der schnellen, spontanen, wie Sie auch sagten, wie es in diesem Buch Hooked eben beschrieben wird, der spontanen
intuitiven, unreflektierten Reaktion auf das, was mir passiert, gefördert wird. Und wie können Sie auf dieser Ebene, wenn sich das, und zwar durchaus im unpolitischen Bereich erstmal, wenn sich das entwickelt, immer stärker als Kommunikationsmodus, wie können Sie dann erwarten, dass Sie reflektierte, politisch reflektierte Bürger erziehen können? Also wir müssen den Diskurs über dieses politische Problem, den müssen wir auch einmal vom Politischen lösen und einfach mal noch einen Schritt tiefer gehen und fragen, was auf der psychologischen Ebene eigentlich passiert durch die Medien. Und dann bin ich wieder bei dem, was ich vorhin sagte. Ne? The medium is the message. Das Medium verändert uns und drängt seine Postulate uns Ahnungslosen auf. Wir reden hier über Inhalte, wie man bestimmte Falschmeldungen durch andere Falschmeldungen vielleicht korrigieren kann. Dabei geht es auf der tieferen Ebene eigentlich um den Umbau unserer Mentalität zu kommunizieren. Ich glaube, Snapchat, ich bin ja völlig bei Ihnen, ja, Snapchat ist keine Plattform für einen informierten demokratischen Diskurs, dazu ist ja auch gar nicht gedacht, aber ehrlich gesagt haben natürlich 15-Jährige früher auch schon überwiegend Blödsinn geredet. Also, so ehrlich muss man sein. Also, da finden jetzt halt Sachen auf eine andere Art und Weise statt, die vorher auch schon stattgefunden haben, aber halt nicht unter den Augen der Welt. Rate zur Gelassenheit, sagt Olaf Scholz. Die haben Blödsinn geredet, aber das war es eben. Die haben es eben geredet, und zwar in ihren Tagebüchern, vielleicht noch, wenn es um das ging, was ihnen passiert ist. Das machen sie jetzt nicht mehr. Jetzt haben sie ja Snapchat, um von sich zu reden. Das wäre zum Beispiel schon mal ein Unterschied. Die Reflexion, die sie dann beim Tagebuch haben, die fällt dann weg. Nee, ich dachte jetzt mehr so an der Dorflinde so, ja? Oder im Schulhof. Das war auch flüchtig, Gottlob, so sag ich mal. Ich habe neulich, eine Freundin von mir, mit der ich in der Schule war, hat mir neulich so einen dicken Umschlag zum Klassentreffen mitgebracht, mit den ganzen Zettelchen, Natascha Hillenbrand, mit den ganzen Zettelchen, die wir uns in der Schule unter der Bank hin und her geschoben haben. Und ich hatte alles vergessen und jetzt, wo ich sie wieder gesehen habe, muss ich sagen, war auch besser so. Ja? Also das ist wirklich 1:1 eine WhatsApp-Konversation, wie sie ein 15-Jähriger heute hat. Genau so ein inhaltsleerer Blödsinn und natürlich Alltagsorganisation. Also wenn das Einzige ist, wie kommuniziert wird, dann haben wir ein Problem. Aber solange so jetzt auch kommuniziert wird, würde ich mir in dem Moment noch nicht so viel Sorgen machen. Ich habe nur Ihren Vorschlag aufgegriffen, Snapchat als den Nachfolger von Facebook zu sehen. Und wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir das ernst nehmen. Nee, ich wollte damit eigentlich nur sagen, ich glaube nicht, dass wir über einen Status quo reden, der immer so bleiben wird. Wir leben in einem Zustand des permanenten Wandels. Ich weiß nicht, wie lange noch dauern wird, aber wahrscheinlich, solange wir alle alles, leben. Alles, was 2 Jahre alt ist, ist schon nicht mehr der Rede wert. Herr Krüger. Also ich glaube sozusagen, das Argument, Herr Simanovs, war ja ein weitergehendes, dass sozusagen die Medienwelten, die uns heute umgeben, sozusagen unsere Mentalität versuchen zu reloaden oder zu verändern, in einen anderen Status zu versetzen. Und das ich halte sozusagen das Argument für ein sehr bedenkenswertes, aber sich dem sozusagen ohne Widerstand zu ergeben, das widerstrebt mir. Ich finde, es gibt eine Erkenntnis aus der Geschichte: Widerstand ist immer möglich, immer. Und ich glaube sozusagen, dass dieses Beispiel der Immersion, was ja diese Taktiken sozusagen einzuverstricken in diese medialen Welten betrifft, dass man diese sozusagen Ästhetiken sich nochmal genau angucken sollte. Weil Immersion meint ja sozusagen, tauche ein in diesen Kontext, den ich dir biete. Und das Wichtige aus politischer Sicht ist, sozusagen sich bewusst zu sein, dass man auch wieder auftauchen muss. Und zwar auftauchen als selbstständig Denkender. Und das möchten natürlich sozusagen diese Medienwelten nicht. Sie möchten, dass wir eingetaucht bleiben in ihre Welten, dass wir bezahlen, dass wir nutzen, dass wir anwenden. Aber das Auftauchen, das ist das Entscheidende. Das macht uns sozusagen zu politisch denkenden Menschen, zu Leuten, die auch absolutistischen und monopolistischen Strukturen ein Ende bereiten können. Und ich finde sozusagen, das sollte man nie unter den Teppich kehren, sondern das ist in demokratischen Gesellschaften allzumal ein Nonplusultra. Und ich finde, ohne dem gehen wir hier nicht vom Platz, dass es mal klar ist. Medienkompetenz ist auch politische Kompetenz. Geht es also, wenn wir bei einem
Wenn wir also auch über den demokratischen Diskurs sprechen, darum vor allen Dingen Medienkompetenz zum einen zu vermitteln oder eine Medienreflexionskompetenz, das, was wir ja irgendwie auf diesem Podium auch gerade tun. Ich verstehe Herrn Krüger so, dass er Medienreflexionskompetenz meint. Nicht, es geht nicht darum, dass wir wissen, wie wir eine App öffnen oder unsere die Privateinstellungen ändern auf Facebook, sondern dass wir eben auftauchen, eine Distanz einnehmen zu den Medien, die wir ständig nutzen, und um zu erkennen, was sie mit uns tun und wie sie die Gesellschaft verändern. Also es geht nicht nur darum, wie kann ich effektiv die Medien einsetzen, sondern wie verändern die Medien uns. Und das wäre, und da bin ich ganz auf Ihrer Seite, das wäre der nächste Schritt, den wir gehen müssen. Und da ist dann eben wieder das Bildungssystem, vor allen Dingen die Schule, in der Pflicht, dass sie Medienkompetenz nicht auf die Bedien- und Anwendungskompetenzen reflektiert, wie das so oft passiert, um eben Arbeitskräfte, die auf dem Markt dann funktionieren können, zu produzieren, sondern dass sie auf Medienreflexionskompetenz setzt, um eben kritische Bürger zu produzieren. Wie könnte das aussehen? Ja, indem man einfach mal davon abgeht, zu sagen, die Reflexion oder digitale Kompetenz entstünde dadurch, dass ich digitale Medien einsetze als Mittel, und dazu kommt, die digitalen Medien als Gegenstand der Diskussion einzusetzen. Das heißt, Sie brauchen nicht an jedem Arbeitsplatz im Klassenzimmer einen Computer, um über die Folgen von Facebook zu reden, so wie wir das jetzt hier machen. Ne? Sie brauchen jemanden, der sich damit beschäftigt und der dann die Klasse in ein Gespräch verwickeln kann, der eben auch diese Kompetenz dann hat. Aber oder der Schüler selbst oder die Schülerin. Ja, also ich würde sagen, das ist ja auch wieder so ein Problem mit den Digital Natives und Immigrants, ne? dass man sagt, die Lehrer wissen ja gar nicht besser Bescheid als die Schüler und so weiter. Aber das stimmt eben nur, wenn es um das Öffnen einer App geht oder um den jüngsten Meme oder die neueste YouTube-Celebrity. Aber nicht, wenn es um das Einordnen von medialen Entwicklungen in größere gesellschaftliche Kontexte geht. Da sind natürlich die Älteren im Vorteil. Und gerade wenn man den Begriff Immigrant ernst nimmt, dann wissen die eben gerade durch den Vergleich, weil sie aus einem anderen Kontext immigriert sind, faktisch in den digitalen, was sich verändert hat, und können durch diese Distanz eben dann auch besser erkennen, was dort, was da eigentlich passiert. Also wieder raus aus der Immersion zur Reflexion hin. Und das muss man einfach, da einen gewissen Wechsel des Paradigmas in der Medienkompetenzfrage entwickeln auf politischer Ebene und nicht so tun, als sei es damit getan, wenn man 4,5 Milliarden Euro für Computer bereitstellt. Herr Stöcker? Ja, also ich will mal zwei konkrete. Also einmal finde ich, dass Frau Wanka schon, im Grunde hat sie recht, weil sie kann halt nicht den Ländern sagen, schreibt das in eure Lehrpläne, also sagt sie halt, hier ist Geld, bitte macht jetzt was Anständiges damit. Ich glaube eigentlich, dass der Ansatz, wir müssen da jetzt mal was machen, der ist schon richtig. Ne? Weil im Moment ist also der Impuls der deutschen Bildungslandschaft, habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass das jetzt schon so durchgedrungen ist, dass da gerade ein epochemachender Umbruch stattfindet und dass man möglicherweise, also ich habe zum Beispiel dreimal Prallhang und Gleithang gelernt in meiner Gymnasialausbildung. Ich hätte auch zweimal locker verzichten können, wenn man mir einmal erklärt hätte, was ein Algorithmus ist. Das ist zum Beispiel Studie USA 2005, haben sie die Leute gefragt, wie kommt denn dein Facebook-Newsfeed zustande? Und dann sagen die Leute, ja, das ist das, was so meine Freunde so posten. Und dann sagt man, ja, das sind aber 2000 Sachen am Tag, die posten, du siehst nur 120, wie kommt das denn zustande? Ja, auch nicht. Also das der erste Schritt wäre, mal bewusst zu machen, da ist ein System, das macht etwas mit dem, was es serviert dir bestimmte Dinge, und zwar auf Basis bestimmter Kriterien. Die werden nicht so ganz offengelegt, aber einiges wissen wir darüber, zum Beispiel X, Y und Z. Das hat zum Beispiel zur Folge, dass du viel mehr emotionalisierende Inhalte siehst als irgendwie andere. Andere Studien, die Leute regen sich alle immer wahnsinnig darüber auf, dass sie bei Facebook so viele Babyfotos sehen und denken deswegen, die Mütter, die sind alle so nervig, weil die ständig ihre Babyfotos bei Facebook posten. De facto ist es so, dass sie immer alle Babyfotos zu sehen kriegen, weil alle Babyfotos immer so viele Likes kriegen. Ja? Die schwimmen immer nach oben. Also das andere, die meisten Sachen, die nach oben schwimmen, sind eher so negativ, aber Babyfotos sind immer ganz oben auf der Suppe. Und das sind alles Mechanismen, die den Leuten überhaupt nicht klar sind. Und damit braucht man gar nicht so wahnsinnig viel Aufwand investieren, auch nicht in die Lehrerfortbildung so viel Aufwand investieren, um den Leuten das zum Beispiel mal beizubringen. Da ist ja der erste Schritt zurück schon gemacht. So. Das ist eine Plattform, die funktioniert nach bestimmten Kriterien.
Und was da passiert, ist nicht Wahrheit und Abbildung von Realität oder was auch immer, sondern Produkt eines Systems, das einen bestimmten Zweck verfolgt, und zwar nicht dem, mich zu einem besonders umfassend gebildeten Menschen zu machen. Müsste man das nicht aber möglichst konkret machen? Also im Sinne von, ich schicke den Schüler, die Schülerin los und sage jetzt, schau dir mal an, wie viele Posts du eigentlich siehst von deinen Freunden. Ja, genau. Oder jetzt such mir mal raus, ob diese Nachricht, die du dort gelesen hast, wirklich stimmt. Also sind das nicht die Dinge, die vermittelt werden müssen? Ich glaube, ansonsten ist es vielleicht für die Schulpraxis sehr theoretisch. Ja, Workshop, absolut. Gute Idee. Also ich würde sagen, ein Punkt ist auch noch wichtig, sozusagen lernen tun Kinder und Jugendliche am liebsten, wenn sie sozusagen Anknüpfungspunkte in ihrer Alltagswelt haben. Und ich frage mich wirklich, warum Mathelehrer noch nicht auf die Idee gekommen sind, anstatt ihre Schüler mit irgendwelchen Formeln zu quälen, ohne zu erklären, wie die angewendet werden, warum die nicht sozusagen mal das Thema Algorithmus anhand von Facebook an Fallbeispielen erklären. Warum kommt dieses und jenes sozusagen bei dir raus? So und so ist der Algorithmus. Den kann man berechnen, so kann man programmieren. Und ich meine, so kannst du sozusagen in Mathe was zum Algorithmus lernen auf der einen Seite und gleichzeitig sozusagen Medienreflexionskompetenz erwerben. Und du kriegst möglicherweise sogar Schüler, die sich für Mathe nicht interessieren, auf die Mathe sich mit diesen Fragen irgendwie wirklich mal auseinanderzusetzen. Ich bin der Meinung, dass im Unterricht selber noch sehr viel Luft nach oben ist. Wir reden heute von Kompetenzlernen und nicht mehr von faktenbasiertem Lernen. Kann man ja alles nachschlagen. Und insofern sozusagen ist eigentlich die Intelligenz von Lehrkräften gefragt, sozusagen dieses Kompetenzlernen an den Fragen von Alltagswelt stärker festzumachen. Und da kannst du auch durchaus komplizierte Sachverhalte mit Schülern angehen und lösen, die sozusagen normalerweise zum Abschalten führen, wenn es die pure Formel ist. Da bin ich mir 100% sicher. Ich habe natürlich jetzt wieder meinen eigenen Sohn vor Augen. Also ich nehme mit, wir müssen auf jeden Fall sehr viel praktischer werden, wenn es zumindest um die Bildung geht, wenn es um Schülerinnen und Schüler, vielleicht auch Studentinnen und Studenten geht, also denen auch vielleicht konkret mit an die Hand zu geben, wofür braucht ihr das eigentlich, wo könnt ihr das selber überprüfen, das wäre vielleicht die Aufgabe. Vielleicht noch jeder einen Vorschlag, vielleicht spontan, vielleicht gibt es noch einen, den man mitgeben kann, zum einen für die Medienkompetenz oder die Medienreflexionskompetenz. Wir haben hier auch lauter Leute aus der Praxis sitzen, die vielleicht für den ein oder anderen Impuls noch dankbar sind. Ich habe schon eine Idee. Also was ich mit meinen Studierenden mache und was für die immer ein echtes Erweckungserlebnis ist, nicht nur aus denen aus meinem Studiengang, sondern auch aus denen aus anderen Studiengängen, ich lasse die immer mal so 5 Tage Medientagebuch führen. Dass sie von morgens bis abends wirklich protokollieren, wann mache ich was und welch, also von WhatsApp bis Netflix, so alles notieren. Und das ist erstaunlich, was man da für Erfahrungen macht und was die da für Erfahrungen machen. Die sind nämlich dann immer extrem verblüfft. Also der häufigste Satz ist, ich war schon ein bisschen erschrocken, ja, weil ganz viel davon eben sozusagen so in den Alltag integriert ist, dass die Leute gar nicht mehr wahrnehmen, wie viel Mediennutzung das eigentlich ist und wie viele verschiedene Dinge sie da die ganze Zeit eigentlich tun. Ja, und die Bewusstmachung des eigenen Verhaltens ist im Zweifelsfall immer der erste Schritt, um das irgendwie kritisch zu hinterfragen. Das kann jeder Schüler mit Lehrer mit seinen Schülern machen, nächste Woche, keiner der Anstrengungen für ihn erstmal. Und dann die Diskussion über die Ergebnisse ist automatisch fruchtbar. Herr Simanowski? Genau, das Ähnliches habe ich mit meinen Studenten gemacht. Ich habe sie gebeten, ein Tagebuch zu schreiben, parallel zu dem, was sie auf Facebook posten, um den Unterschied kennenzulernen, wie sie unterschiedlich faktisch über sich selbst reflektieren, wenn sie es aufschreiben und wenn sie es posten in der neuen Form machen. Ne? Das wäre ein Beispiel, ein anderes praktisches Beispiel wäre eine Mediendiät, die man durchführt. Ne? Wir verzichten mal alle auf das Gerät und dann das und das, machen das mal eine Woche zusammen und dann bilden wir eine Selbsthilfegruppe sozusagen. Und das kann also auch Spaß machen dann. Und ich bin auf jeden Fall dafür, dass man Schüler und Studenten und Studentinnen abholt dort, wo sie sich bewegen, also eben bei diesen Medien. Und da gibt es viele Formen, also man kann auch Apps einsetzen, die einem sagen, wie oft man eigentlich und wie lange man eigentlich pro Tag online ist oder sein Smartphone benutzt. Und meistens, die meisten sind überrascht, wenn sie dann das Ergebnis sehen. Und das kann man als Ausgangspunkt für eine Reflexion nehmen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die jetzt nicht im Lehrbuch beginnen müssen.
Und auch noch ganz kurz, was fällt Ihnen noch ein, Herr Krüger? Also wir überlegen in der politischen Bildung ja immer, wie wir nicht nur die erreichen können, die schon politisch gebildet sind, da funktioniert das nämlich am allerbesten und so, nur mal sicher, sondern für die, die vielleicht politische Bildung auch gut gebrauchen können. Und im letzten Jahr haben wir ein Projekt gemacht, sagen wir mal, was sich mit dem Salafismus-Thema beschäftigt hat. Und wir haben eine junge Muslima, die einen Beauty-Kanal betreibt, überreden können, als Brückenmensch, wenn man so will, die Begriffswelten des Islam zu erklären. Und es hat keine 2 Wochen gedauert, da war die Hölle los auf den Kommentarspalten, weil natürlich die Salafisten Wind von der Sache bekommen haben und sich eingemischt haben und versucht haben, die Diskussion zu beeinflussen. Und jetzt geht es aktuell um das Thema Fake News. Wie bringt man das sozusagen als Thema, als Problem in, sagen wir mal, sozialkulturelle Milieus rein, die vielleicht sich damit auseinandersetzen sollten aus unserer Sicht? Da sagen wir wieder, wir suchen uns einen Multiplikator, einen Brückenmensch und machen deshalb jetzt eine Webvideoreihe mit Mr. Trashpack. Mein Sohn hat mir erklärt, 760.000 okay. Abonnenten. Ich nehme mit, damit Multiplikatoren suchen, wir müssen ja leider zum Schluss kommen. Aber es ist ein anderer Weg. Das ist nämlich nicht mehr die Lehrmeisterei, sondern es ist die Suche über Glaubwürdigkeit, an bestimmte Leute heranzukommen, die für Lernprozesse sonst nicht mehr erreichbar sind. Und mit diesen letzten Worten verabschiede ich mich jetzt auch. Vielen Dank, Herr Stöcker, vielen Dank, Herr Simanowski und auch natürlich vielen Dank, Herr Krüger, dass Sie mitdiskutiert haben. Das war es an dieser Stelle vom Sommerforum Medienkompetenz. In einer Viertelstunde geht es weiter mit der Verleihung des Mediuspreises und bis dahin, viel Spaß.